Naja, irgendwann muss ja hier auch mal Ruhe sein. Wir können immer nur kämpfen. Wie kann eine Fledermaus bitte parieren? Erklärt mir das. Oh, was soll das denn? Nur für ein paar Gil. Für ein paar Gil so ein Aufwand. Ist das nicht schön? Los, Basch. Das ist hier der solidere Damage-Dealer. Wie ist Asches bitte krepiert? Erklärung. Die hält doch gar nicht so wenig aus. Das ist doch schon ein bisschen übertrieben. Boah, 1000 EP pro Fledermaus. Okay. Wenn jetzt die Fledermäuse schon so viel bringen. 2000 für ein Skelett? Bin ich jetzt gelandet? Ein Arcturus, der ist doch, glaube ich, richtig nice bei 4. Zumindest ein bisschen mehr nice. Gut, wird sofort freigeschalten. Ich müsste wirklich mal alles jetzt voll skillen. Wirklich alles. Aber das zieht sich so lange hin. Kann man das so automatisch erledigen lassen? Och nee, das kann ich nie durchziehen. Das tut mir leid. Was ist das hier noch? Alles sinnlos. Oh, er kann auch leichte Richtung tragen. So, es geht, macht das hier. Oh, die Hermenstiefel benutzt. Ey, die kennen aus meinem Team. Die werden eigentlich auch ziemlich sick. So, was wäre jetzt hier Optimum für dich? Der Zeus-Kolben. Und das Igel-Schild. Ich weiß nicht, aber mal. Oh, Dunkelmunition hat er am Start. Für plus 4. Brutal. Ja. Ja. Nee. Das lassen wir lieber so, wie es ist. So, ich sehe mich jetzt mal, gebe mich noch ein bisschen weiter um. Allerdings, die paar Punkte Angriff bei Ball 4 müssten es eigentlich schon wieder richtig bringen. Oh, was haben wir hier Feines? Elimini, okay. Hier was Sinnfreies. Fragil. Oh, okay, wir haben mehrere Ausgänge in dem Gebiet. Ja, klar. Anti-Magie tut bestimmt sehr weh. Boah, sogar Bass steigt hier noch auf. Wer jetzt erwartet? Was ist denn mit Arschrüstung los? Wieso? Mach mal was. Das kann ich ja keiner antun, wie ich dir aushelfe. Fragil. Ein Lichtergewand. Nein. 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 Ja. Es bringt sogar noch mehr Abwehr. Du meine Fresse. Wie sieht das Ganze mit ihr aus? Ja, dann gebe ich ihr das doch. Das wäre auch viel sinnvoller. Warum nicht leiser? Ja, also bisher hat sich die Reise doch gelohnt. Arsch hat auch einen ziemlich guten Damage Output. Zumindest das muss man lassen. Eine Urne. Sehr nice. Aber Arsch kriegt wieder trotzdem super schnell. So, die Fackel. Gib sie mir. Sehr schön.
Nun viel ist es nicht mehr. Was ist denn das da? Na gut, ich mache mal weiter. Da scheint es noch irgendwas zu geben, um diesen abgeschnittenen Bereich. Natürlich sind halt alle gerespawnt. Wirklich alle. Ohne Ausnahme. Arsch wird auch allmählich zur Hitmaschine, finde ich ziemlich geil. Okay, nach oben. Es regt so auf mit den Fallen. Es regt einfach nur so auf. Ja, komm, hau raus. Es ist so schade, dass bei vielen kein Bikra kann. Ah, wusste ich doch. Geheimer Weg. Ich dachte es mir doch. So viel zu, alles ist aufgedeckt. Okay. Flöß 6. Das ist alles Flöß 6 oder was? Vorarbeiterstätte. Flöß 7, 3. Ach, was auch immer. Gib ihm. Kriegt der nächste. Oder eben noch nie. Vier sind schon so krass gekennzeichnet. Trotzdem reinrennen. Ein Maximilian. Okay. Bill Gill verloren. Mag sein. Oh. Oh. Wasch, mein Bruder, wo bist du? Der Mann hat eigentlich schon 99 Stärke. Kann ich dir nie irgendwie sowas geben oder bei 4? Nee, gut, gib dem Mann sein Maximilian. Den Walbart, was ist das schon wieder? Was zum Fick? Walhaar-Lizenz 1. Ist aber auch eine Stangenwaffe, also. Ich gehe davon aus, dass das auch kann. Oder? Nee, war Stangenwaffe auch nicht für Fran? Ja. Das war für Fran. Also doch sie eine ziemlich dezente Waffe. Also lohnt auch bei ihr das Leveln dann irgendwann mal. Eines Tages. Ich merke, es war gar nicht so gut mehr auf einmal zu holen. Naja, boah, wir haben schon wieder aufgeräumt eigentlich. Nicht ganz so dramatisch, wie es mir erst aussah. Scheiß Geld fallen. Ohne Witz. So, nach hier oben kann ich auch noch gehen. Aber selbst in diesen Gebieten komme ich eigentlich mit meinen relativ guten Waffen schon nicht ganz so gut voran. Vor allem an der Abwehr fehlt halt. Ohne Dupli-Splitter alles doch ziemlich krass, ja. Beziehungsweise ohne diesen Zauber, Dupliketten. Alles so Sachen, die ich bräuchte. Noch eine Zischäcke dazu. Was es hier alles gibt, das ist krass. Er hat schon eine Zischäcke. Das heißt, du bekommst jetzt auch eine. Ist das krass. Also der Ausflug hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Damit kommen wir schon mal weiter als vorher. Auf jeden Fall. Das Beste kommt da eigentlich erst noch. Wenn man es so möchte. Hm.
Los! Arsch, eskalier, bitte. Ich glaube, ich überlege, dass wir hier dann irgendwann nochmal so rein müssen. Naja, gut, aber es hat sich auch bestimmt besser gelevelt. Also noch besser sozusagen. So, hier war doch was, genau. Naja, ein paar Gelb. Nicht so spannend. Nochmal 11 Gelb. Nichts Besonderes also. Beiseite, Mistreacher. Ich müsste echt so einen Charakter dauerhaft im Berserker zwischen halten. So, und hier nochmal ein freundliches Speichern. Darauf werde ich doch gern zurückkommen. Kollaps. Ist, glaube ich, wert zu speichern. Mal machen. So, denn das Hautalten wartet nämlich hier so auf mich. Normalerweise wäre jetzt nämlich ein Bosskampf, aber den habe ich noch nicht getriggert. Ich Fuchs. Das Masamune. Das ist das beste Ninja-Schwert, was es gibt. 111,33. Geil. Dafür bin ich hierher gekommen. Aber das war's noch gar nicht. Das Ding hat die höchste Combo Rate, also mit die höchste Combo Rate, die Waffen wir haben können. Mal gucken, ob das Ding seinen Ruf gerecht wird, als Combo Monster zu sein. Das können wir auch speichern. Das geht eh nochmal raus. Aber jetzt habe ich noch diese anderen Mob gar nicht gefunden, ne? Den Diablos oder so. Das heißt, ich darf noch mal rein. So, testen wir mal Arschenrunde aus. Ja, das waren schon wieder zwei Treffer. Ja, die haut auf jeden Fall immer direkt mehrmals zu. Das ist geil. Also ich werde mir Arsch auf jeden Fall in den Berserker-Modus stellen, sobald ich es irgendwie kann. Und da wird mit der eskaliert. Jetzt nur noch raus hier. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Es reicht mir wirklich. Jetzt heißt andere Mappas machen. Bagil. Bleibolzen, Alter. Was mache ich denn mit Bleibolzen? Defix, naja, Gott. Doch nicht so spannend. So, dort, dort. Boah, was ein weiter Weg. Den wir immer noch schon sehr bald noch mal nehmen müssen. Schon sehr bald. Aber gut. Wir wollen ja Arsch zum Kornmonster bekommen. Ich werde auf jeden Fall den Berserker-Zustand stellen. Das steht schon absolut fest. Gib mir 800 Schaden. Alles klar. Geht schon. Wo sind bei 4? Was treibt denn der? Wir haben gar nichts gegen. Doch. Ja, Toxi. Achso, nee, warte, ich kann hier zurückfahren. So, Richtung Flöß 11. Das klingt doch gut. Haben wir wenigstens eine kleine Abkürzung. Kann ich den auch genau in die andere Richtung benutzen? Bin ich denn jetzt? Naja, das war ja jetzt eher nicht so Wahnsinn. Das war eigentlich fast gar nicht, dass wir das hier zurückgelegt haben. Ich dachte, das war ein bisschen so beinahe von Speicherkristall fahren. Aber das ist leider nicht passiert.
Na ja, jetzt noch immer rum und ist mal raus. Und dann werde ich mir wo angucken müssen. Jawohl, ich muss ja jetzt wieder keinen Berserker-Zauber haben, sondern auch einfach nur die Items dazu haben. Das heißt, ich gehe gleich nach Balfenheim, kaufe das Item ein, was ich dazu brauche, und danach geht's nochmal an diverse andere Mopans. Genau, das ist mein Plan. Vielleicht kriegen wir ja dann mal dieses Mistvieh von Riesen Behemoth klein. So, das heißt, wir gehen nochmal nach Balfenheim. Ich muss mir meinen ganzen Stuff verticken. Ich habe schon viel zu viel gesammelt mittlerweile. Schon so viel Scheiße wieder. Das ist Wahnsinn. So, Händler habe ich hier einen. Du. Ich vertick mal ein bisschen. Ja, Erz. Oh. Aber wohl doch diverse Sachen gefunden, die sich lohnen. Davon nicht sehr wenige. Wir haben die 200.000 Grenze überschritten. Sehr fein. Den Bujaba-Tropfen brauche ich noch, das weiß ich. Boah, wie krass. Geld und Geld gebührt. So, das soll jetzt aber auch reichen, weil ich habe jetzt keinen Bock hier noch ewig alles zu verkaufen. Neue Handelsware, ein rotes Schwert. Blutschwert A. Und eine Jagdarmbrust. Blutschwert A. Effekt Konfus Zaguis Lizenz 2. Könnte ein ziemlich geiles Schwert sein. Naja, wir gucken mal. Warte mal, wie viel Reflex? Ach, was mache ich denn? Ich habe so viele Waffen. Ist das krass. Naja, gut. Jetzt habe ich also ein bisschen Kohle in der Tasche. Ich muss die anderen Sachen nämlich eh kaufen. Naja, jetzt können wir mal zum schwarzen Brett gehen. Jo. So, gute Dame, hast neue Zauber. Du bist so useless. Du bist so absolut useless. Aber wenigstens der Wart hat mich im Stich lassen, ne? So, Flockenmünze gegen Lehm, nö. Nö. Ich glaube, ich hatte schon alles, was ich brauche, ne? Genau. So, hier der Bacchus-Tropfen. Da kaufe ich direkt mal so viele ein. Auch ein Export ist auch der gute Mann. Allheilmittel. Gib ihm. Wenn wir schon mal dabei sind. Warum nicht? Haben wir es wenigstens mal direkt hinter uns. So, das sollte für die nächste längere Reise reichen. Jetzt gehen wir mal nach neuen Mobs gucken. Ich müsste doch mittlerweile auch mal wieder ein paar neue freigeschalten haben. So viele, wie ich schon wieder gekillt habe. Also nicht in der Folge jetzt unbedingt, aber trotzdem. Einfach um es abzuchecken. Erledigt. Okay. Nichts Neues. Das ist sehr schade. Das ist wirklich sehr schade. Naja, gut. Oh, ich kann nochmal zum Technikladen gehen. Ob der was Cooles für mich hat. Ich hoffe es doch sehr. Useless! Mann. Gibt's doch nie. Ich will allen nichts für mich haben. Naja, gut, was soll's.
Dann heißt jetzt Abenteuer für Speierkristall. Und dann. Ja, und dann ist glaube ich schon wieder Ende, weil ich muss morgen arbeiten. Es ist 23.30 Uhr. Wir müssen dann der nächste Woche in den Mappans vornehmen. Der riesen Behemoth wird sterben, dafür sorgt. Also dann, bis zum nächsten Part und bis dahin.